Hallo liebe Motorradfreunde, Offroad-Fans und Gravel-Verrückte. Tja, im Oktober war es endlich soweit. Tetzlowenien. Mein Kumpel Felix und ich waren eine knappe Woche unterwegs. Erstmal ganz gemütliche Anreise mit dem Campingbus und Mopeds im Hänger. In Slowenien selbst hatten wir dann ein Stück nördlich von Ljubljana und somit doch recht zentral einen kleinen Campingplatz ausgesucht. Das Camp Resnik. Den kann ich übrigens nur empfehlen. Wir haben uns da sehr wohl gefühlt. Okay, wir waren auch quasi allein, weil Ende September die meisten schon geschlossen hatten. Aber wie auch immer. Unser Ziel war es auf jeden Fall, zum einen den Tet komplett abzufahren, aber dann doch ohne einen wirklichen Plan. Außer eben dem Tet GPX-Track auf dem Navi. Wer mich kennt, weiß allerdings, dass es so ganz ohne Planung aber eben doch auch nicht geht. Um also von unserem Basecamp Richtung Tet-Startpunkt im Nordwesten zu kommen, mussten oder durften wir durch den Triglau Nationalpark fahren. Hier zu sehen die gelbe Linie, erst vorbei am Bleder See und dann runter Richtung Bovets. An der Stelle übrigens auch nochmal Danke an meinen Freund Josef für den Tipp mit der Mangard-Hochstraße. Ich bin echt froh, dass wir den Schlenker mit eingebaut haben. Es war wirklich sensationell und hat sich voll gelohnt. Ja, und ab da Bovets wieder runter Richtung Jaga. Von dort aus haben wir uns dann einfach über den Tet-Track leiten lassen. Hier zu sehen die rote Linie. Ohne Ziel und feste Übernachtung am Abend. Schließlich hatten wir auch das ganze Campingzeug extra mitgeschleppt und dabei. Da auf unserer Reise doch so einiges an Videomaterial zusammengekommen ist, habe ich mich entschieden, unser Abenteuer in 4 Episoden aufzuteilen. Heute bzw. jetzt geht's los mit Teil 1. Viel Spaß! So, jetzt sind wir gerade angekommen hier bei unserem Camp Resnik. Slowenien. Und bevor die Sonne untergeht, werden wir uns jetzt mal schön dran machen, die Mopeten auszuladen. So sieht's aus. Hier das kleine Tetris-Spiel wird auch gleich entbondaged. Und jetzt werde ich aber mal dem Felice helfen. Nach getaner Arbeit wird es aber Zeit noch für ein kleines Abendessen. Man könnte auch sagen, ein Kessel buntes. Und dann noch die Motorräder vorbereiten für den nächsten Morgen. Schließlich wollen wir ziemlich früh losfahren. Heart gone out of rhythm in despair, held underwater.
Kleine Festsportpause. Schön im Panorama. Und jetzt geht's endlich auf den Ted. Hier fahren wir runter. Und ab da geht's in den Luft. Witz gemacht! So, solche schönen Serpentinen mit Kopfsteinpflaster gibt es ja in jeder Ecke. Hier sind wir jetzt an dem besagten Schlenker, wo es abgeht zur Mangartstraße. Die Schranke öffnet dann automatisch und einzeln. Für eine Mautgebühr von 10 Euro pro Person dürfen wir die Schranke passieren und fahren so die höchstgelegene Alpenstraße in Slowenien hoch zum Mangartsattel. Thank you.
Immer wieder und quasi nach jeder Ecke lauern schwindelerregende Abgründe abseits der Straße. Ganz oben angekommen, auf über 2000 Meter, genießen wir erstmal die wunderschöne Aussicht. Hier geht der eigentliche Fußweg hoch zur Jausenstation. Leider aber auch hier geschlossen. Die Saison ist im Oktober halt schon vorbei. Also ziehen wir hungrig weiter und fahren wieder runter Richtung Einstieg Tet. And here we go. An der Stelle startet der Track. Es sieht auf jeden Fall so aus, als ob es da oben ein bisschen tettiger wird. So, Parking Tanking Situation in Slowenia. Gravel Pebble holt Kaffee für die zwei Unterkoffeinierten. Fresh. Hallo Business, ja, ich. Geld. Die Kulisse und die kleinen Straßen sind wunderschön. Allerdings nach jetzt über 60 Kilometer Fahrt kommt uns die Sache schon etwas komisch vor, wann denn jetzt auch endlich die Geländefahrt losgeht. Man könnte sagen, es macht sich sogar ein bisschen Enttäuschung breit. Komm mal, komm, guck jetzt, guck. Wir sind hier. Diese Ficke hier. Da. Ja. Und wenn wir jetzt links fahren, kommen wir hier vor. Ja, ist ja Schnörkel. Nice View. Ich hab Schnauze voll von Nice View. Wir hatten die geilsten Views heute schon, brauchen wir nicht. Selbst wenn du möchtest, dann ist es okay. Ich würde ja gerne wissen, was da ist. Wir haben aber halt auch schon 4,5, 5. Wir wissen noch nicht, wo wir pennen. Wir haben noch nicht einmal Schotter gehabt. Heute ist aber der erste Tag, wenn ich mich erinnern darf. Wir sind hier schon lang gefahren. Wir waren hier. Wir sind jetzt hier. Ob wir jetzt das Stück noch vorfahren? Ja, können wir den machen. Das
Swim Rest. Vielleicht können wir hier übernachten. Auch wenn der Felix ein bisschen ungehalten war, also ich finde, der Nice View hat sich gelohnt. Hier musste der Inspektor Gadget nur noch kurz nach dem Rechten gucken, aber dann konnte es auch schon gleich weitergehen. So, nun ist es endlich soweit. Der Straßenbelag ändert sich. Wir sind aufgedreht, albern, übermütig und glücklich zugleich. Es geht los! Herrlich! Da freut sich aber einer. Also ich würde vorschlagen, wir lesen jetzt mal das Schild und fahren los. Naja, also wir lesen das Schild, wenn wir zu Hause sind und übersetzen es uns dann. Runter. Dann machst du den Schlenker. Ja, ja. Hier kommen wir auf den Rot. Hier genau, da an dem Schlenker bin ich, aber dafür, wir sind jetzt auf der schwarzen. Müssen das ganze Stück hier noch vor, zurück.
Mittlerweile ist es kurz nach 17 Uhr und nach der Zeitumstellung wird es jetzt doch recht früh schon wieder dunkel. Also haben wir uns gerade überlegt, wo wir demnächst dann mal ein Plätzchen suchen und finden, wo wir unser Zelt aufstellen könnten. Am liebsten natürlich einfach in der freien Wildbahn, aber auch das ist in Slowenien nicht so ohne weiteres erlaubt. Was ist denn das für eine Terrasse? Ich würde sagen, ein prädestinierter Zeltplatz, aber eben nur für ein Zelt. Naja, natürlich nicht wirklich. Also geht die Suche weiter. Laufen wir drunter an Fluss. Okay, jetzt mal schauen, was uns hier erwartet. Nein. Wenn ich nicht besser wüsste, dass hier noch alte Ranschen an der Decke hängen. Bisher immer noch nichts gefunden, daher habe ich einfach mal die App iOverlander ausgepackt und ein bisschen geguckt. Und da wurde uns in ca. 15 Kilometer ein netter Platz empfohlen, da fahren wir jetzt mal hin. Mittlerweile kurz vor 7, die letzten Sonnenstrahlen verfärben den Himmel nochmal richtig geil und dann ist es aber ruckzuck auch schon dunkel. Hier ist ein kleiner Übungsplatz. Das gefällt mir hier. Ja. Leute, was ist los mit meinem Tank? Schöne Enduro-Figur hat er gemacht. Bitzle eingedellt. Jetzt muss ich mal gucken, was ich da hinkriege. Nicht, dass da gleich so ein Sog kommt, dass er mich noch mit reinzieht. Okay. Wie ich später festgestellt habe, lag das Problem an dem Tankrucksack, den ich viel zu fest auf den Tankdeckel befestigt hatte. Und somit konnte der Tank keine Luft von außen ziehen. So, jetzt kommt der Real Case for Pocket Boy Silky. Kleines Zeug wie möglich, ne? Okay, super. Gut, fertig. Nächste. Ja, das sieht, das ist schon noch feucht. Holen wir den Nagel rein. Ja, okay. Ist in Ordnung. Schwierig.
Ja, bin ich nicht der Pebble, wenn ich nicht Esplit-Grillanzünder dabei hätte. Hier ist das Basecamp vom GS Pleasure und vom Gravel Pavel. Und wir sind voll die Outdoor-Experten hier. Wie man sieht. Es war eine klare und recht frische Vollmondnacht. Durch den ganzen Morgentau und Nebel ist es jetzt allerdings ziemlich feucht. Nachdem wir das ganze nasse Zeug verstaut hatten, konnte es dann auch endlich losgehen. Vorher noch schnell das Nötigste einkaufen, die Wassertanks füllen und ein paar Müsli-Riegel einpacken. Schließlich weiß man nie, wann und wo wieder was kommt. Out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Ain't look at me, man, what I become. I've been running east, looking for something, digging deep since night. What I thought was gone. Das haben wir schon mal gelesen. So, wir stehen jetzt hier gerade vor einem interessanten Schild, könnt es nicht ganz deuten. Google Translator berichtet, Übersetzung, ein komplettes Gefängnis wegen der Herstellung Auslassungen. Schauen wir uns die Sache mal an. Kannst du mal nur die oberen, das rote, Popolna Zapora eingeben. Also, wir haben es nicht verstanden, aber es sieht jetzt auch nicht nach großer Gefahr aus, deswegen probieren wir es einfach mal und fahren jetzt mal hier auf die Straße. Auch wenn einem stundenlang in den Wäldern hier nichts entgegenkommt, sollte man immer darauf eingestellt sein, dass es irgendwann soweit sein kann. Okay. Wir sind doch hier, glaube ich, gerade erst in der Schlaufe. Nee. Also bei mir geht's auch runter.
Mir geht es jetzt hier runter. Ja, da halt dann. Bei dir ganz klar, dass es eigentlich gerade aus. Ja, und hier, ich sehe den Weg, den es dir anzeigt. Ach komm, meiner schöner, der Schlänger. Ich habe keine Ahnung, das führt beides auf den roten. Okay, dann. Wieder mal geht hier eine sensationelle Straße ins Tal runter, auf der man sich geradezu schwindlig fahren kann. Sagen lassen, dass zu viel Asphalt schlecht für die Stollen sein soll, deswegen wird jetzt endlich wieder gegravelt. Es musste ja so kommen. Keine Ahnung, wie das passiert ist, wann und wo. Ich merke nur beim Fahren, schönes Geeier. Und der Kollege ist platt. Wir haben alles dabei, aber keinen Bock. Mann, hey! Wo ist denn das passiert? So, immerhin. Der Bösewicht ist schon gefunden. Wieder mal so ein ganz kleiner, sexy Nagel. Dr. Felix hat sein Besteck Pam dabei. Alter Schwede. Tja, sowas liegt halt scheiße rum. Und dann ist halt dann vorbei. Herr Doktor, Zeitpunkt des Todes, 13.22 Uhr. Okay. Natürlich nervt es, vor allem mit dem ganzen Gepäck, aber so ein kleiner Plattfuß wirft uns trotzdem nicht aus der Bahn. So, alles gut geklappt. Wir starten weiter in die nächste Etappe. We'll be right back.
voll eingeschlagen. Aber eine Schranke zu, wir müssen geradeaus. Okay, mit dem Gepäck tue ich es richtig anfängermäßig hier wandern. Voll schwierig. Okay, jetzt wird es interessant. Hier, jetzt merkst du das Gepäck, wenn du mal so ein bisschen ausgleichen musst. Ich muss davor anhalten. Ja. Dann ich helfe dir. Wenn ich es irgendwie überhaupt abstellen kann, sinnvoll. Meine gute Tasche. Mein Sandwich ist da drin und mein Auspuff. Nein! Ah, der Auspuff liegt im Freien, aber ich komme nicht runter. Sie bleibt so nicht stehen. Sie bleibt so nicht stehen. Aber es bringt nichts. Machen wir einen Ständer runter. Ja. Warte, geh mal weg. Na klar, bringt es was. Nee, bringt es nicht. So, oh Mann! An den Baum anlehnen. Mach einen Ständer hoch, bitte. Scheiße. Das hab ich alleine. Nee, nein, nein, ich helfe dir. Was für eine Grütze! Ja, so geht gar nichts! Jetzt müssen wir raus, zurück aus dem Matsch! Geht nicht! Also ich glaube, ich muss es versuchen alleine. Dann gib mir einen Stock, wo ich mein Motorrad abstützen kann. Einfach so ein Ast. Oh, guck dir das an! Ja. Fuck, yeah. Ich muss jetzt hier mal rumlaufen! Das ist für deinen Scheiß! Das gibt's doch nicht! Der Kahn, der kippt. Oh Gott, du eine Kuhscheiße, du. Leg sie einfach hin. Mann! Tja. Der da unten sieht gut aus, der hier. So, kein Problem. Der kommt jetzt einfach gegen das. Aber nicht zu steil, weil sonst bohrt sich's ins... Ah, wo nehme ich's denn jetzt hin, Mann? Bringt nichts. Hey! Wir legen sie halt hin. Vorsichtig, aber auf die linke Seite. Ja, wir legen sie hin. Also, dass wir sie hinlegen müssen, damit wir die andere... Oh Gott! Da bin ich schon wieder drin. Jetzt läuft der Tank gleich aus wahrscheinlich. Na, egal. Okay. Schönes Bild. Also gut. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und nochmal. Doch, weiter. Boah, und jetzt hier über den glitschigen Stein. Ich halte dich. Überhaupt nicht mehr aufzukriegen, der kommt erstmal. Geh von der anderen Seite vielleicht. Und den Stein bitte nicht hin, oder? Geht zurück. Oh, mein Motorrad ist jetzt völlig im Weg. Alter, meine Karre! Oh Gott! Egal. Freunde, lass! Was ist ein bisschen mehr zurück vielleicht? Jawohl, warte! Erstmal! Bin gleich bei dir!
Tschüss. Tschüss, Felix. Ach du Scheiße. Danke auch für das Geschenk. Aber ich habe auch ein fieses Schlammloch. Also, ich glaube, du hebst hinten zum Aufheben mit. Hier. Eins, zwei, drei. Und nochmal. Eins, zwei, drei. So, wie fahre ich jetzt am besten dadurch? Setz dich mal drauf. Wenn du erstmal auf deinen Schlamm sitzt. Ach, mein Schlammhobel. Ah, ne. Ich steck vorne ganz krass drin. Das ist doof. Ich glaube, wir müssen beide runter. Ich muss runter. Oder? Ich zieh dich mal hier an. Ich habe halt auch kaum Power hier. Probieren wir es einmal. Und. Gib mir was. Und Auspuff geht echt noch. Kurze Nachbesprechung. Ja. Was war eigentlich das Problem? Es war tiefer Schlamm, wirklich tiefer Schlamm. Nur kurz eigentlich. Aber auch noch fette Steine drin, die das Motorrad halt hin und her geschoben hat. Das größere Problem. Und das Gewicht hast du dann vom Gepäck jetzt gemerkt. Wenn es mal ein bisschen schiefer kommt, kannst du nicht mehr so leicht einfach dann irgendwie mit dem Bein heben. Und dann liegt's ja. Naja, okay. Blinker mal STVO-konform wieder freimachen. Kann ja heiter werden. Tja, was für eine Plackerei wegen so einer kleinen Pfütze. Aber die hat es wirklich in sich. An einigen Stellen, wo man normalerweise einfach drüber bügeln würde, ist es in der Tat eine neue Herausforderung, mit dem schweren Gepäck klarzukommen. Auf der ganzen Fahrt vom TED haben wir bisher keine anderen Gleichgesinnten getroffen. Aber hier an der Stelle habe ich so das Gefühl, dass da schon ein paar andere Mopeds durchgefahren sind. Ein kleines Dobermännchen. Dobodan. Tja, der Schein trügt. Von wegen Ende Gelände, Asphalt und so. Was wir an der Stelle hier nämlich noch nicht geahnt haben. Jetzt geht die Party erst so richtig los. Ich am Hang an der Seite. Ja, ich hab sie angelehnt. Ich muss einen Platz suchen. Ah, hier habe ich ja nicht anhalten. Das ganze Tal hier ist total feucht und deswegen sind die Steine richtig schmierig glatt. Jawohl. Gut.
los. Oh, der Pevel hat's geschafft. Alter Schwede. Pleasure, danke für die Hilfe. So, jetzt müssen wir beide erstmal kräftig durchatmen und schöne Müsli-Riegel essen und dann geht's mit neuer Power wieder weiter. So, nach all den irgendwie auch total geilen Strapazen haben wir uns jetzt aber wirklich erstmal einen Kaffee verdient. Was unsere Abendplanung oder Übernachtung angeht, waren wir uns auch ziemlich schnell einig, dass wir beide Bock auf eine geile Dusche haben und somit heute lieber mal in ein Hotel gehen möchten. Die Nähe nach Italien und Triest hat sich irgendwie auch angeboten. Außerdem wollten wir einmal auf unserer Reise wenigstens am Meer sein. So hat es dann auch nicht lange gedauert, bis wir in Booking.com interessante Unterkünfte in Triest gefunden haben. Eins davon ist uns allerdings ziemlich schnell ins Auge gestochen und ich vermute, es waren einfach die Kommentare über die Erreichbarkeit von dem Hotel. Aber selbstverständlich hat das Hotel oder sagen wir besser die Villa auch noch viele andere Annehmlichkeiten, die wir später entdecken durften. Dobro ste. Pravi partizan. Pravi partizane. Good luck, babe. Good luck. Also, amigos. Bye-bye. Kurz vor Italien kommen wir aber erst noch vorbei an dem Ort Lipizza und dem gleichnamigen Gestüt, wo es durch eine fast schon etwas kitschige, aber wunderschöne Koppellandschaft geht. So, extra für die Grenze mal ein bisschen hübsch machen. Und natürlich hat sich an der Grenze weder für uns noch für mein Nummernschild irgendjemand interessiert.
die werden Augen machen. Tja, das Tor geht nicht nach außen auf. Ja genau, Super 0 links oder was? Ah ne. Ein bisschen schlechtes Gewissen hatten wir ja schon, mit unseren total verdreckten Motorrädern und Klamotten hier einzulaufen. Hallo, ciao, buongiorno. At the moment we are a little bit dirty, sorry, but... No problem for you. No problem. You had fun. Yes. Die beiden Mädels hier waren wirklich super freundlich und mega entspannt. Madonna mia. Madonna mia. So that you can relax. Alter Schwede, this is nice, a nice room. Anders als gestern. Perfekt, perfekt. Frisch geduscht und gebadet und mit großem Hunger begeben wir uns jetzt mal Richtung Hafen. Das Schicksal meint es wirklich gut mit uns. Zufällig ist an diesem Wochenende die Bach Colana, eine der größten Segelmessen und Ausstellungen überhaupt. Und aus dem Grund ist auch an jeder Ecke irgendwie eine andere Party, ein Imbissstand oder irgendwas. Aber natürlich sind wir nicht extra nach Italien gefahren, um Currywurst oder Burger zu essen, sondern wir wollen eine richtige, leckere Pizza. Wir chillen am Start. Wir chillen hier gerade in Muss eben nur noch die eine richtige Pizzeria gefunden werden.
Und so neigt sich ein weiterer wunderschöner Tag mit echt vielen Eindrücken und Erlebnissen langsam dem Ende zu. Einer super erholsamen und entspannten Nacht in der Villa heißt es so langsam schon wieder Abschied nehmen für uns. Vorher noch ein leckeres und liebevoll angerichtetes Frühstück genießen. Und dann packen wir schon wieder unsere 7 Sachen auf die Mopeds. Wobei wir es hier mit Sicherheit gut und gerne noch ein paar Tage ausgehalten hätten. Andererseits und ganz ehrlich, juckt es beim Anblick der Motorräder auch schon wieder ein bisschen in den Fingern. Irgendwann auf jeder Reise kommt der Punkt, an dem einem klar wird, dass die Zeit jetzt wieder rückwärts läuft oder dass die Hälfte schon vorbei ist. So auch jetzt schießen mir die Gedanken in den Kopf, aber was soll's. Ich drehe den Spieß gedanklich einfach um und freue mich, dass noch die Hälfte vor uns liegt. Auf der Landkarte sieht es ja zumindest schon mal vielversprechend aus. Auch an der Stelle müssen wir uns bei den GS-Kollegen ein bisschen erklären, warum unsere Motorräder eigentlich so dreckig sind und außerdem noch ein bisschen Aufklärungsarbeit über den TED leisten. Ja. Ganz Euro 12 in Trans Euro 3, ganz Europa. Genau. Ciao. Ciao. So dauert es an diesem Morgen gar nicht so lang, bis wir die erste Schotterpiste erreichen. Der Felix vorneweg schon mal richtig schön angast. Wieder einmal nehmen wir gerne einen kleinen Abstecher in Kauf zu einem nice View Place. Von hier oben hat man wirklich nochmal einen richtig tollen Ausblick runter auf Triest.
offizielle Übeplatz. Jetzt haben wir Stromversorgung aus. Oh! Fuck! Felix? Also was passiert ist, durch diesen kleinen scheiß Wheelie habe ich mir jetzt das Kabel abgerissen von meinem Navi. Okay, dieser Stromkreis. Ach ja, ich kann ihn ja nicht schließen, weil das wäre der Stecker, der kaputte. Okay. So, also auf dem fremden Donut-Wheelie-Platz sollte man nicht wheelen, ohne sich das Kabel abzureißen. Aber zum Glück gibt es eine Notlösung. Hier über USB von hinten angedockt. Funktioniert. Anzeige ist ein bisschen dunkler als sonst. Wer von euch kennt eigentlich den Plural von Mercedes? Ich würde sagen, unser Lägerle für heute Nacht haben wir schon mal gefunden. Eine gemütliche Matratze ist auch schon da. Taschenlampe? Ist die an? Ich hab Ledermäuse an. Guck mal, Spinnnetze, siehst du? Wo? Ja, hier, aber ich weiß nicht, ob da Friesenviecher Netze bilden. Okay, ich glaube, wir lassen der Höhle einfach ihren Frieden. Ich wäre ja gerne rein, aber weil du Schiss hast. Nur weil es hier ein paar so komische Netze gibt. Also wir halten fest, Felix hat Angst, deswegen gehen wir jetzt. Und ich komm allein halt nochmal. Ja. Okay, alles klar, wir machen. Gell? Auch wenn es vielleicht so aussieht, an der Stelle flüchten wir übrigens nicht vor der Polizei, sondern der Track geht eben einfach hier lang. Ah Mann, die Autobahn hat mich abgelenkt. Die ganzen Zuschauer da unten. Das ist der Pleasure. The real Pleasure. Steiler runter, ja. Vielleicht ist das auch. Ich muss gucken, bleib mal stehen da oben. Wie gabelt sich's? Nein, aber hier von mir. Okay. Hier auch immer. Oder? Hä? Ja, da geht's ja nicht lang. Ich dachte erst, aber...
Wir können fahren schon. Fürs Protokoll. Wir haben uns verfahren, ein bisschen verträumt in der schönen Landschaft hier. Ich muss an dieser Stelle jetzt links gehen. Ja, genau, jetzt müssen wir links. Hier müssen wir links. Wieder mal so eine Art selbstgebasteltes Schild, mit dem wir überhaupt nichts anfangen können. Aber ehrlich gesagt wird man mit der Zeit ziemlich entspannt. Eben halt genauso wie die Leute, denen wir auch überall begegnen. Wer kommt denn da? Nach der schönen Aussicht von hier oben geht es allerdings für uns wieder runter und wir tauchen wieder ein in die tiefen Wälder von Slowenien. Irgendwann werden wir hoffentlich nochmal mit mehr Zeit nach Slowenien kommen und dann können wir auch diese fast 9 Kilometer lange Höhle Krishna besuchen und besichtigen.
Der Bahnübergang hier liegt eigentlich überhaupt nicht auf unserer Route, aber leider müssen wir dringend tanken und jetzt eben hier rüber. Nach einer gefühlten Ewigkeit geht's dann auch mal weiter. Womit haben wir das verdient, hier schon wieder zu stehen? Nur auf der anderen Seite. Einmal kurz tanken, bitte eine Stunde warten. Immerhin, die Sonne scheint. Für heute haben wir beschlossen, Feierabend zu machen. Und so haben wir uns wieder über iOverlander einen Campingplatz ausgesucht. Und zwar das Speleo Camp in Lahse. Ja, es scheint keine Sonne mehr, gell? Ja, aber können wir da mit dem Motorrad runterfahren, wenn da jemand in der Hütte wohnt? Spätestens als wir unsere Gaskocher rausgeholt haben und das leckere Adventure Food geköchelt hat, war klar, dass wir einen neuen Freund haben, und zwar den Hund Benno vom Besitzer, der uns auch nicht wieder so schnell verlassen wollte. So, bei bestem Wetter, auf in die dritte Etappe. Finish the Tet. Yes. Ciao. Leicht vernebelten Blick und relativ trübe Aussicht, aber immerhin bei 10 Grad Außentemperatur starten wir heute in die dritte Etappe und somit den letzten Abschnitt vom Tet. Aber kaum haben wir das Tal verlassen und sind knapp 200 Meter höher, blinzelt hier und da schon der erste Sonnenstrahl durch und so haben wir eine ganz geniale Morgenstimmung auf unseren Waldwegen hier. Thank you.
Zeit für einen kleinen Koffeinkick und Müsliriegel und dann mit der Drohne mal die Orientierung checken. Schließlich sieht man hier den Wald vor lauter Bäumen ja kaum. Nachdem wir den wirklich spannenden Weg mit den vierbeinigen Tieren hier jetzt verlassen, habe ich vor mir nur wieder das kleine Ferkel auf den zwei Rädern. Ah, du Sau, danke. Flora und Vegetation in Slowenien ist wirklich sehr vielseitig. Gerade raus aus dem Laubwald, rauf auf eine schöne, saftige, grüne Wiese, da kommen wir uns fast vor wie im Hobbitland. I want.
der Stelle überkommt mich einfach so ein Gefühl von grenzenloser Freiheit und ich wünsche mir, dass der Track einfach nie endet. Gleich hier links. Ja, da geht es schon weiter. Ah, wir müssen die Säge rausholen. Nee, hier geht er nicht weiter. Beim Umdrehen. Ich danke dich. Ja, da ist einfach mal ein bisschen. Ja, einfach mal ein bisschen das Vorderrad im Sand weggeschmort. An dem Funkmast auf dem kleinen Single Trail und dann kommen wir schon an eine ziemlich knifflige Stelle, wo es wirklich recht steil bergab geht. Es sieht vermutlich auf dem Video gar nicht so aus. Manch einer hat es auch schon andersrum probiert. An der Stelle viele Grüße an den Luke. Wir sind ganz froh, dass es bei uns abwärts geht. Der alltägliche Yamaha-Tritt. So, jetzt holen wir mal die Handsäge raus. How many people? 1, 2, 3, 4, 5. No problem. 3 times. Up, down, up, down. Why you sit on the back? Okay, you want here, one here. We're flexible. Zuerst hatten wir wie so oft mit dem Motorrad im Wald ein schlechtes Gewissen auf Wanderer zu treffen. Aber die Damen haben sich hier wirklich sehr für uns interessiert und waren auch echt witzig. We're almost finished. So, yeah, it's for a photo finish. Can yeah, we take a picture? Yeah, of course! Yeah. GS pleasure. You can take a picture. Hey, safe trip back. So, da sind unsere netten Bekanntschaften. Bye bye!
Und so fahren wir hier auf den letzten Kilometern des offiziellen TED Slowenien. Das hat rumgewickelt. Klatsch ab! Kevin, die Flasche! TED beendet, offiziell. TED quasi, ja. Hört sich. Den kannst du jetzt aufs WC gehen. Und jetzt gucken. Ja, ich muss spät die Antwort. Ich bin vielleicht. Ist er geblieben? Du Scheiß! Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich dich bergen soll. Oh, du hast... Warte. Ich muss auf deine Seite kommen, glaube ich. Du ziehst ja schon mal. Auf die Plätze, fertig. Los! Ich jetzt wieder an dem Scheiß. Oh. Halt ihn! Was denn? Oder war's da glatt? Auf dem Waldwegen voll am Gasen. Jetzt ist alles vorbei und dann fällt jetzt alles in dir ab. In der Tat ein komisches Gefühl, dass jetzt alles vorbei sein soll. Und ja, wir fahren halt auf dem schnellsten Weg zurück Richtung Campingplatz. All den Tagen in der Wildnis, gefühlt ohne Regeln, merke ich, wie wir uns in der Zivilisation erstmal wieder einfinden müssen. Da kommt so ein typisches Männergehabe an der Ampel, doch geradezu wie gerufen. Der Klügere oder Langsamere gibt eben nach. Bevor es aber auch für mich zurück zum Campingplatz geht, muss mein innerer Monk noch befriedigt werden und ich fahre deswegen noch hoch auf die Burgruine, die oberhalb unseres Campingplatzes liegt. Die hat mich am ersten Abend schon fasziniert, genauer gesagt die Aussichtsplattform dort.
Same place, different time. Und mit 988 Kilometer mehr auf dem Tacho fahre ich so auch wieder zurück ins Camp Resnik. Die Chile-Giraffe! Und hast du den Weg gefunden hoch?